Es geht hier nicht um Religion. Es geht hier nicht um Religiosität, um so und so und so musst du dich verhalten, das und das und das sind die Methoden, sondern dass sie wirklich erleben können, dass Jesus sie frei machen kann und sie verändern kann. Dafür brennt mein Herz. Ich hätte mich als Christ bezeichnet, aber ich habe nicht wirklich frei gelebt. Ich war nicht wirklich frei innen drin. Und das zu erleben, verändert viel. Und auch ein Stück weit das ganze Thema, dass Jesus uns verändert, unsere Identität verändert. Und ich liebe da die Taufe, weil es wirklich irgendwie bedeutsam ist, dass da was Altes stirbt und wir ein neues Leben haben in Jesus. Dass es nicht einfach so kontinuierlich weitergeht und ich habe Jesus so mit hinzugefügt in mein Leben. Sondern dass es was echt Radikales ist. Was Altes ist vorbei, was Altes stirbt. Und jetzt habe ich ein neues Leben. Aber dieses neue Leben kommt nicht mehr aus mir, sondern kommt von Gott.